Willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Ja, wir sind wieder zurück und haben endlich diese Kiste. Jetzt müssen wir nur nochmal überlegen, was können wir mit dieser Kiste anstellen. Wir wollen, wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, dort oben wollen wir hin, oder? Ja, das sieht eigentlich relativ gut aus. Ja, da wollen wir hin. Und wie macht man das am besten? Genau, man verschiebt eine Kiste meilenweit. Ich glaube, es gibt dann auch noch die Möglichkeit, eigentlich oben lang zu gehen, aber darauf habe ich nicht wirklich Lust. Nö. Ich versuche jetzt mal abzukürzen. Oh, schieb doch mal bitte die Kiste. Dankeschön. Ja, die Kamera, die ärgert mich jetzt zum Teil. Ich gewinne den Kampf. Ich bin der Prinz, du nicht, Kamera. Und schieben 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 und hoch. Und drücken werden. Hoch. Und da kommen wir nicht ran. Na toll. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Aber auch dafür gibt es dann eine Möglichkeit. Wir müssen die Kiste einfach etwas anders verschieben. Hier. Also wieder runter. Kiste schnappen und verschieben. Komm. Liebe Kiste, brave Kiste, feine Kiste. Und so. Und jetzt dürfen wir sie noch dort ran verschieben. Ja, Kisten werden uns während allen Spielen, glaube ich, verfolgen. Also zumindest von Prince of Persia. Und ich glaube, von hier aus kommen wir da gar nicht dran. Nein, ich habe mal wieder Blödsinn gedacht. Toll. Das heißt, wir müssen uns einen Aufgang dazu suchen. Wo wir am besten wahrscheinlich dort rankommen. Von wo aus geht das? Natürlich, von dort hinten aus. Oh, ey, Leute, ich bin heute so voll durch den Wind. Ich sollte eigentlich gar nicht aufnehmen, aber ich mach's trotzdem. Ach, ich muss sogar beide Tasten hier gedrückt halten. Ich dachte, ich könnte jetzt mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, er kackt sich hier in die Hose. Die Hose muss voll werden. Drücken, drücken. Ziehen. Und ja, die Hose ist voll. Wunderbar. Ja, sorry Leute, dass ich hier auch mal zwischendurch einliege, Umwege gehe. Aber so ist das Spiel nochmal aufgebaut. Wer trocken, dankeschön. Und zwar müssen wir hier hoch und hier hoch. Rüber. Und von hier aus können wir auf den Käfig drauf. Und der Käfig ermöglicht uns was? Ganz genau, dass wir auf derselben Höhe sind wie das Seil. Und damit kommen wir immer noch nicht ran. Das heißt, wir müssen da doch dort links hoch, wo ich es mir auch schon fast gedacht hätte, wo ich den Sprung angesetzt hat. Ja. Hier hoch. So, jetzt haben wir es aber. Das müsste passen. Ja, dann dort rüber. Schwing, Tarzan, und weiter hinüber. Und das war knapp. Und lupsala. Und jetzt dürfen wir dann nach rechts. Nach rechts. Na, guck mal, wir kommen sogar schon mit den Füßen ran. Hallo? Ich habe die Springtaste gedrückt. Und spring. Zu früh. Du Held. So, jetzt sehe ich auch wieder, dass er am Schwingen ist. So ist das viel besser. So war es geplant. Oh, nächsten Fallen. Ja, vor dem muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber erstmal gucken wir, was es hier hinten gibt. Nichts gibt es hier hinten. Die Steuerung ist manchmal echt... Erstmal laden wir uns wieder ein bisschen auf, beziehungsweise machen unser Stolz stärker. Und jetzt darf ich wieder überlegen, wie wir da hochkommen. Na toll. Ich glaube, ich weiß schon wie. Und zwar müsste das eigentlich, hoffe ich, so gehen? Nein, so geht das ganz und gar nicht. Wo ist eigentlich die Kleine, wenn man sie mal braucht? Hm? 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 Ihr wisst, wen ich meine, oder? Natürlich wisst ihr, wen ich meine. Hallo? Nicht dort an der Wand entlang. Geht zusammen. So, hier hoch. Festhalten. Wunderbar. So war es geplant. Ja. So wollte ich das machen. Und dort oben ist keine Stange, wo ich mich hätte... Doch. Ja, das ist ein Spaß. Das ist ein Spaß, Leute. Oh, RIP. Nein. Zu dumm gesprungen, also noch nicht ganz genau in der Position, wo wir da drunter her können.
Dann jetzt aber. Sehr schön, dankeschön. Und umdrehen und darüber. Ja, wunderbar, haben wir es geschafft. Ja, warum habe ich ihm gerade gelästert, beziehungsweise über wen? Ja, über unsere nette Dame, die uns... Jetzt sagt mir bitte nicht, ich habe das alles nur für ein bisschen Lebenserweiterung gemacht. Die da unten, wo es da unten einen Spalt gibt, die da hätte durchkriechen können. Aber wir sollen sie ja in den Bädern treffen. Und die Bäder sind meilenweit entfernt. Während sie sich jetzt, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Vögeln vergnügt oder so, dürfen wir hier nach ihr suchen. Uns einen Weg bahnen. Und ein bisschen Lebensverlängerung holen. Und wenn er was trinkt, trinke ich auch was. Prost. Ja, wunderbar, Leute. Da sind wir auch schon wieder. Wir sind eigentlich für dumme Nüsse hier hochgegangen. Im Endeffekt. Das tötet uns. Ja, ich wollte jetzt gucken, ob wir vielleicht noch aufstehen können, aber nö. Das heißt, anstatt hier nochmal springen zu drücken, müssen wir hier runterfallen. Bup. Jedem anderen hätte das zwischen den Beinen wehgetan, ihm nicht. Er ist einfach da durchgeglitscht. Und jetzt weiß ich nicht mehr wohin. Was ich relativ störend finde. Ja, bitte hör auf zu schwingen. Hörst du jetzt wohl auf zu schwingen? Dankeschön. Ja, jetzt habe ich hier natürlich was im Weg, wo ich nicht dran vorbeigucken kann. So, jetzt aber. Darüber wollen wir nicht. Da oben waren wir jetzt schon drinne. Habe ich da einen Schalter vergessen? Moment, muss ich nochmal nachgucken. Ja, das, sowas passiert mir auch. Nein, hier ist einfach nur alles eingefallen in der Bruchbude hier. Wo geht's dann lang? Wo geht es lang? Hätte ich da nach der Links gemusst? Oh nö. Moment, Moment, das kann ich ja noch kitten. Das kann ich doch noch kitten, oder? Komm, 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 komm. Komm schon. Spul. Dankeschön. Reicht. Und hier nach links oder rechts bewegen, ja. Können wir da nicht drüber? Nein, können wir nicht. Oh. Oh, wunderbar, Leute. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht warum. Gucken wir mal da in die Richtung. Schwing aus. Na los. Schwing aus, habe ich gesagt. Hinter uns. Nein, da sind wir definitiv verkehrt. Darüber wollen wir nicht. Da kommen wir doch her. Darüber können wir nicht. Und wollen wir auch nicht, weil da kommen wir auch schon her. Wo müssen wir hier zum Teufel nochmal lang? Wisst ihr was, wie man das anders? Ja. Platsch. Nein, so sollte das natürlich nicht passieren, sondern... Spul bitte weit genug zurück. Dankeschön. Hallo. Oh, du Deppkes. So, jetzt aber nach unten. Und jetzt kannst du dich fallen lassen. Nämlich gefahrlos. Dankeschön. Dann schaue ich mich hier noch etwas um und wenn ich den richtigen Weg gefunden habe, ja, seht ihr das in der nächsten Folge. Ich bin Hello986, wir spielen Prince of Persia, Sands of Time. Bis dann.